Nur 9 der 27 Absolventen werden als Genin akzeptiert. Eure Chance durchzufallen liegt also bei 66%. Aber das kann doch nicht sein. Wozu diente die Abschlussprüfung überhaupt? Ach, die Prüfung? Nun, um potenzielle Genin-Kandidaten auszuwählen. Was? Ich bin soweit. Nix. Ich werde ganz bestimmt nicht aussortiert. Das war's doch nicht. So einfach schlägt man mich nicht. Wenn es drauf ankommt, bin ich da. Auf Abstand. Man muss schon sagen, das war ziemlich gut. Oh, ist besser als gedacht. Lass mich das machen. Bin gleich da. Zieh Leine! Blitzkriege! Wir müssen unbedingt was unternehmen. Das ist übel. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Nein! Lass mich das machen. Was also? Na gut, ihr habt bestanden. Aber was ist denn mit den Glöckchen? Ich habe euch nicht einzeln getestet, sondern eure Teamarbeit. Teamarbeit? Natürlich sind Regeln in der Ninja-Welt wichtig. Aber es gibt nichts Schlimmeres als Ninjas, die ihren Freunden nicht helfen. Und ich glaube, ihr drei versteht das. Natürlich muss ich euch jetzt noch mehr trainieren. Gut, das Training ist vorbei. Die erste Mission von Team 7 beginnt morgen. Im Wettstreit mit Kakashi lernten die drei jungen Shinobi, dass Teamarbeit sie stärker macht. So wurde Team 7 offiziell gegründet. Obwohl die drei Freunde ganz unterschiedliche Träume und Ambitionen hatten, begaben sie sich gemeinsam auf den wahren Weg des Ninja. Und so begann ihre Reise auf einem Weg ohne Ende.